Hallo aus Aragonien. Nach den Events in Katalonien und Jerez ist die MotoGP-Weltmeisterschaft nun mit dem 14. Rennen zurück in Spanien. Es herrschen gute Wetterbedingungen und perfekte Renntemperaturen. Wir sind also gespannt, welche Fahrer mit harten und welche mit weichen Reifen antreten werden. Da bin ich auch mal gespannt. Und somit hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und ich bin, glaube ich, letztes Mal hier so bisschen mehr Bremskraft nach hinten gesetzt. Gucken, ob man damit besser zurechtkommt. Wir starten von Position 5 in das Rennen. Wir stehen hier in der Mitte, Jonas Folger neben uns. Sandro Cortese genau hinter uns. Nee, kann nicht sein. Zwei Reihen hinter uns. Und wir versuchen natürlich das Beste hier rauszuholen. So, hier erstmal einen guten Start hinbekommen. Da ist Jonas links von uns. Auf seiner Lederkombi hinten steht Vollgas. Da hat's crashed. Tito Rabat hatte einen Unfall. So, jetzt irgendwie an dieser Gruppe dranbleiben, mit dieser Gruppe mitfahren, möglichst wenig Fehler am Anfang machen. Ich glaube, Tom Lüthi ist direkt hinter uns. Ja. Hab ich richtig im Augenwinkel gesehen. So, sind wir schon vorbei an Jonas? Ja, das könnte reichen. Nächstes ist eine Rechtskurve. Können wir uns hier innen durchdrücken. So, wir haben hier Sam Lowes, Johann Zarco und Alex Rins. Natürlich gut, dass sie sich da vorne ein bisschen bekriegen. Hilft uns natürlich. Die fahren sich da schon ordentlich in die Karre. Boah. Das war nicht gut. Kommt Folger von innen. Hat uns sogar ein bisschen geholfen, hier den Kurvenausgang noch optimal zu bekommen. Jetzt ist erstmal Hahn auf. Ab geht's. Ja, von mir aus kann er ein bisschen außen fahren. Außen wird er hier nicht vorbeikommen. Das war zu optimistisch. Das war definitiv ein bisschen zu optimistisch hier. So, erster Sektor und letzter Sektor ist so ein bisschen Schwachstelle. Die Mitte geht eigentlich. Mitte ist okay, hier komme ich immer gut ran. Hey, dieser Huppel ist so krass. So, können wir uns hier irgendwie... Nein, ich glaube nicht. Wird nicht reichen, uns hier rein zu quetschen. Hier aber. Das war zu krass. Ah, dieses Kopfkino, was immer so geil aussieht und dann letztendlich nicht so funktioniert, wie man sich's eigentlich gedacht hat. So, aber Rins haben wir schon mal hinter uns. Und das Kiesbett direkt vor uns. Ja, definitiv zu spät gebremst. So, Rins kommt.
Zieht vorbei, wir gehen wieder nach innen. Boah. Geiler Scheiß. So muss es sein, genau so muss das aussehen. Der rennt selber vorbei, aber den Platz, den gebe ich so leicht nicht her. Und die zwei, die zeigen wirklich das, was auch im Qualifying der Stand war. Zarco vorneweg, Laus hinterher und der Rest mit Respektabstand, unter anderem mir. Aber hier komme ich immer ran. Komm da her, ihr zwei. Die Hälfte ist noch nicht rum. Könnt euch definitiv noch nicht ausruhen. Ich hab da noch Bock drauf. So, los hier in den knallhart vorbei. Was macht eigentlich Rins? Wo ist der? Ah, das kann doch nicht wahr sein. Das ist nur definitiv. Früh genug gebremst. Alter. Scheiße, ich kann hier nicht rewinden. Oh, Mist. So, Position 7. Uns haben einige überholt. Sandro Cortese ist zum Glück ein bisschen weiter hinter. Jetzt geht's ans Aufholen. Verdammt, ich aber auch. So, jetzt heißt es natürlich noch das Beste daraus machen. Es kann natürlich sehr, sehr gut sein, dass ich einfach zu übermotiviert hier rangehe, zu aggressiv. Und mir die Fehler nochmal passieren. Es ist gut, dass die sich so bekriegen. Kann ich nur positiv entgegenwirken. Denn dadurch komme ich auf jeden Fall ran und vorbei. Boah, Gott. Vielleicht war es doch nicht die optimale Entscheidung vom Qualifying auf Rennen die Bremsbalance umzustellen, ohne das irgendwie vorher getestet zu haben. So. Laut Datenblatt ist meine schneller. So, wenigstens wieder auf Position 4. Jetzt kommt wieder unser alter Freund. Der Herr Rins. Aber wir kommen hier sehr, sehr gut ran. Hier quasi Infield.
So, einfach früher den Hahn auf. Bisschen krass über die Curbs, aber reicht. So, jetzt heißt es wieder an die zwei den Anschluss finden, ne? Ranfahren und bei Gelegenheit natürlich überholen. So. Der Ausgang der Schikane wieder einmal verhunzt. Ich ziehe gleich mal ein bisschen nach links. Bisschen Kampflinie. Renz kommt trotzdem außen vorbeigeschossen. Das reicht ihm nicht. Knallhart. Knallhart reingestochen. So muss das sein. So, Renz, auf geht's. Das wird hier noch ein spannender Kampf, ey. Entspannung sieht da anders aus. Ich schaff's halt nicht wirklich, mich jetzt richtig abzusetzen, ne, vom Renz. Ihr seht auch rechts in dieser Grafik, der Vorderradreifen, der leidet schon bei dem Fahrstil. Im Vergleich jetzt zum Hinterrad. Wieder nicht gut raus. Der Abstand ist aber groß genug. Zwar näher, aber das reicht ihm nicht. Okay, wir haben noch zwei Runden. Wie groß ist denn diese Wahrscheinlichkeit, dass ich noch in die zwei da vorne rankomme? Ich würde sagen, ziemlich gering, wenn ich kein Risiko eingehen will. Oh Mann. Ich bin gerade hart konzentriert, deswegen bin ich auch so leise. Ich glaube, ihr merkt das, ne? Ist ja nicht schwer zu überhören. Mal so ein bisschen den Motorensound genießen. Wieder der Rutsche übers Vorderrad. Das ist natürlich jetzt hart am Ende. Ganz klar. Das Vorderrad ist hart am Ende. Da geht nicht mehr viel. Das wird nochmal schön in der letzten Runde. Sehr, sehr, sehr viele Rutsche übers Vorderrad gehabt. Sehr, sehr viele Bremsmanöver gehen hier übers Vorderrad. Die Belastung schon recht hoch, was man da auch deutlich sehen kann. Das
halt eine Strecke mit sehr, sehr vielen schnellen, aber auch knallharten und langsamen Abschnitten. Okay, ich bin doch noch mal ein bisschen rangekommen. Die zwei, wie die da fahren, ey. Sieht schon geil aus. Boah, okay, ganz cool bleiben. Die Chance ist noch nicht vertan. Der Plan ist fast aufgegangen, aber ist natürlich das Risiko hier in der letzten Kurve beim Kurvenausgang knallhart reinzubremsen. Und dann verliert man den Schwung hier auf die Gerade. Ich will aber auch keinen mehr abschießen, aber es reicht, oder? Ach du Scheiße. Hat es jetzt gereicht? Alter, wie ist denn der nochmal angezogen? Wir werden also gleich auch es hat nicht gereicht. Die Sieger oh mein Gott. Am Park Vermeer begrüßen, aber hier sind zunächst einmal die Resultate. Oh, es hat ganz knapp nicht gereicht. Es hat ganz, ganz knapp nicht gereicht. Aber wir haben es schon vorgekämpft auf. Position 14, minus 248 Punkte, da geht ja noch was. Sehr gut. So, wie viele Fans haben wir? 191.000. Platz 3 ist ein exzellentes Resultat und eine Ankündigung, dass noch höhere Plätze auf dem Podest auf ihn warten. Tja, das kann man definitiv so stehen lassen. Das kann man definitiv so stehen lassen. So, was haben wir hier? Aragon in Ekstase. Die tobende Menge feiert Lorenzo. Das Rennen mit Entschlossenheit und Elan gewinnt. Rossi fährt ein hervorragendes Rennen und landet trotzdem nur auf dem zweiten Platz. Nervenaufreibendes Rennen der Monotour, bei dem Lowe's den Sprint gegen Zarco und Mr. Cyclist gewinnt. Das kann man so sagen. Zarco, ich muss mir sagen, auch richtig gratulieren. Das war ein tolles Rennen von ihm. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich ihn auch nur noch eine einzige Runde hätte in Schach halten können. Vermutlich nicht. Also wirklich nicht. Marco verrät nichts, aber die Spitze von Athena Forward Racing bleibt knallhart. Es stimmt, dass Steffen in toller Form ist, aber für uns sind alle unsere Fahrer gleich wichtig. Ja. Dann gucken wir doch mal in den Kalender. Aragon. Wir haben eine Test-Session, die noch offen ist. Dann geht's nach Motegi, nach Phillip Island, nach Sepang, nach Valencia. Also, die hauen wir gleich hinten ran. Machen wir wie beim letzten Mal. Gucken wir mal, was das Ziel erhält. Hallo, hier sind die Infos, die du in den Test brauchst. Zu schlagende Zeit, bla bla bla, Downpacks, Bremsen, Federung, bla. Ich habe 4 Stück. Federung, Bremsen. Können wir eigentlich mal 2 investieren, oder? Ist es jetzt schon Level 1? Ah ja. Was gibt's noch? Chassis, Federung, Bremsen. Ist das alles? Ja, anscheinend. Noch 2 Packs. Können wir noch ein Chassis verbauen. Ja, komm. So, zur Strecke. Auf geht's. Ab geht's. 3 Tage wach.
Und wir müssen die Zeit von 1:55.363 schlagen. Eigentlich sind wir im guten Flow, was das angeht. Gerade eben ist das Rennen gefahren. Dato sollte es hoffentlich kein Problem sein, diese Zeit zu schlagen. Wir versuchen das gleich in der ersten Runde hier alles safe zu machen. Alle anderen, die die Testsession ähnlich interessiert, die haben sowieso schon abgeschaltet. Wenn du noch dabei bist, dann schreib's doch einfach mal unten rein. Schreib einfach mal in die Kommentare, hey, ich bin noch hier. Ja, schreibt einfach rein, hey, ich bin noch hier, wenn ihr noch da seid. Wow, Strafe. Oh Mist, kann ich mir nicht erlauben. Komme ich da nochmal drum rum? Ja, komm ich. Okay. Dass hier keine Strafe gibt. Sehr, sehr interessant. So, ich hoffe natürlich, die Zeit reicht irgendwie, um die Vorgabe zu erfüllen. Sieht ja gefühlsmäßig ganz gut aus. Test bestanden. 3 Datenpacks erhalten. Nice. So, jetzt geht's ab nach Japan. Und hier aus Japan sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaut rein, wenn es dann im Qualifying weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Ich bin raus hier. Man sieht sich. Ciao.